Hallo. Ja. Ja. Muss mal ankommen. Alle Ablenkungen beiseite legen, Telefone und sonstige lustige Geräte und Ideen. Und mal ganz ankommen in diesem heiligen Augenblick. Und mit einer vollen Bereitschaft, mit offenem Herzen in diesem Augenblick mit ganz leeren Händen, leerem Geist zu begegnen. Und wirklich jegliche Art von Erwartung, von Wollen, von Brauchen, ganz bewusst gehen lassen. Jegliche Idee, irgendwas erreichen zu wollen, irgendwas erleben zu wollen, verstehen zu wollen, heilen zu wollen, lösen zu wollen. Mit ganz offenen Geist, mit einem leeren Geist, mit offenem Herzen, diesen Moment, diesen einzigen Moment, einfach begegnen. Und dich überraschen lassen. Dich wirklich überraschen zu lassen, was passiert, wenn du wirklich nichts willst, nichts brauchst, nichts suchst. Wenn nichts fehlt, nichts geschehen soll oder muss. Und noch ganz bewusst jegliche Idee an irgendeine Zukunft in Gottes Hände zu legen, was dann passiert. Und Zukunft ist auch schon der nächste Moment. Ja, ist jegliche Idee von einer Veränderung, von einem, dass es etwas anderes geben könnte als diesen unendlich vollkommenen heiligen Augenblick. Stell mir vor, was passieren würde, wenn dir das vollkommen klar wäre. Es gibt nur diesen heiligen Augenblick. Es ist nicht einmal das Jetzt, es ist jenseits von jetzt und von hier. Es hat nichts zu tun mit Raum und Zeit. Es ist jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dieser heilige und endliche Augenblick ist jenseits von Zeit und Raum. Er hat nichts mit Zeit zu tun. Da ist Ewigkeit, Unendlichkeit, Einheit, Göttlichkeit.
Und genau das ist nicht nur das, was wir scheinbar suchen, sondern das ist das, was wir sind. Deswegen diese ganze Idee im Hier und Jetzt sein ist eine nützliche Krücke, eine Methode, aber nicht die Wahrheit. Du kannst nicht im Hier und Jetzt sein. Du bist der unendlich heilige Augenblick. Du bist der Christus. Das ist jenseits von Zeit und Raum. Da ist kein Jetzt und kein Hier. Da ist einfach nur Heiligkeit, Sprachlosigkeit, Stille. So wie es der Kurs sagt, Gott ist. Und wir hören auf zu sprechen. Und erlaubt dir das. Erlaubt dir das zu erkennen. Dass diese Vollkommenheit, diese Einheit, diese Glückseligkeit vollkommen erfüllt ist in diesem heiligen Augenblick, der du bist, der wir sind, in diesem Einssein, in dieser heiligen Schau. Wo alles vergeben ist, alles geheilt ist, alles erlöst ist, alles geklärt ist, alles beantwortet ist. Erlaubt dir, das zu sein, indem du das einfach nur annimmst, zulässt, geschehen lässt. Mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Wesen dafür entscheidest. Ich bin der heilige Sohn Gottes. Ich bin der Christus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin dieser heilige Augenblick. Und schau, was passiert, wenn du das erlaubst. Schau, was passiert, wenn du das denkst. Schau, was passiert, wenn du das sprichst. Wenn du diese Wahrheit nicht nur akzeptierst, sondern auch ausdehnst. Ausdehnen ist genau das, was wir gerade machen. Du behältst es nicht nur für dich, du teilst es mit deinen Brüdern, mit dir selbst. Das ist das, was wir hier gemeinsam machen. Wir teilen diesen heiligen Augenblick. Wir teilen diese Wahrheit. Wir vereinigen unseren Geist in der Erkenntnis des Einsseins, des Christusseins, des Erlöstseins. Und zwar ohne irgendwas damit erreichen zu wollen. Es gibt nichts zu erreichen. Es ist bereits erreicht. Das Reich Gottes ist bereits erreicht. Dieser Reichtum ist bereits hier. Vollkommene Fülle in absoluter Gewissheit, Klarheit, Leichtigkeit, Schönheit, Offenheit.
Diese Offenbarung, diese göttliche Offenbarung geschieht hier, in diesem Moment, in dir, durch dich, als du. Schau, was geschieht, wenn du erlaubst, dass in seiner Gesamtheit, in seiner Tiefe zu erkennen, zu erfahren. Vielleicht fällt dir auf, wie plötzlich alles, alles, jedes Geräusch, jedes Gefühl, jeder Gedanke, jede Empfindung, jeder Eindruck, alles, was geschieht, einfach nur reiner göttlicher Ausdruck ist. Heiligkeit. Ein Wunder, ein unbeschreibliches Wunder. Und du bist dieses Wunder. Wir sind dieses Wunder. Alles, was ist, ist dieses Wunder. Da gibt es keinen Ausschluss. Das Reich Gottes ist all-inclusive. Ein niemals endender all-inclusive Urlaub. Erlaub dir wirklich, das in deinem ganzen Wesen zu erkennen, zu erfahren. Das ist. Da ist keine Trennung. Da ist keine Dualität. Da ist nichts anderes. Da ist niemand anderes. Selbst jeglicher Zweifel. Jegliche Hoffnung, jegliche Sehnsucht, jegliche Angst kannst du hier und jetzt einfach in die Hände Gottes legen, in eine scheinbare Zukunft. Du musst dich um nichts, du kannst es einfach abgeben. Heiliger Geist, Vater, ich übergebe jegliche Idee an eine Zukunft in deine Hände. Eine meiner absoluten Lieblingslektionen heute. Unglaublich praktisch. Immer auf alles anwendbar. Auf jeden Moment, auf jede Situation, auf jeden Umstand. Jede Hoffnung, jegliche Sorge, jeglichen Groll gibt es in Gottes Händen. Gib es in Gottes Hände. Und das kannst du auch hier und jetzt machen, gemeinsam, in diesem vereinigten Geist, in diesem heiligen Geist, in diesem vereinten Geist. Als Gebet. Das Gebet der Heilung, des Segens. Du alles übergeben, alles abgeben, alles vergeben, alles übergeben, alles hingeben.
Sei ehrlich, schau hin, schau genau hin. Gibt es da irgendwas, was dich quält oder stresst oder sorgt oder dir leid tut oder dich stört oder dich aufregt? Schau hin, hier und jetzt, in diesem Raum, in diesem heiligen Raum, in diesem heiligen Augenblick. Schau hin. Es kann noch so klein und unbedeutend sein und noch so groß und scheinbar schwerwiegend. Es ist alles das Gleiche. Es gibt keine Schwierigkeitsgrade bei Wundern. Es ist alles das Gleiche. Es ist alles das Gleiche. Du kannst alles hier und jetzt in die Hände Gottes legen und dich erinnern, dass du dich um nichts kümmern musst. Du musst nichts verstehen, du musst nichts entscheiden, du musst nichts lösen, nichts heilen, nichts transformieren, nichts reparieren. Nichts wiedergutmachen, nichts auflösen, nichts, nichts, einfach nichts. Gib es einfach ab, lass es los. Gib es in die Hände Gottes und bleibe in diesem heiligen Augenblick. Dein Wille geschehe. Ich bin im absoluten Frieden mit allem, was ist. Ich bin einfach nur dankbar und staune und wundere mich und freue mich und genieße diesen heiligen Augenblick und Ruhe in dieser Gewissheit des Einsseins. Ich ruhe in Gott. Eine andere meiner Lieblingslektionen. Ich ruhe in Gott. Ich ruhe in Gott und übergebe alles. Hier und jetzt. Und lasse es los. Ah. Was für ein Segen, was für eine Gnade, was für eine Fülle. Spürst du diese Glückseligkeit, diese Leichtigkeit, diesen Frieden, der alles durchdringt? Der durch nichts bedroht oder gestört werden kann? Denn nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und nichts Unwirkliches existiert. Und genau darin liegt der Frieden Gottes. Du bist der Frieden Gottes. Ich bin der Frieden Gottes.
Ich ruhe in Gott. Lasse alles los und übergebe alles dem Christus, alles dem Heiligen Geist. Ich bin in vollkommener Hingabe und Vertrauen, dass ich immer alles habe, was ich brauche, im absoluten Überfluss, in jeglicher Hinsicht. Dein Wille geschehe. Ich vertraue, ich ruhe in dir, ich ruhe in mir. Ich bin der Christus, der heilige Sohn Gottes. Erinnere dich, dass alles, was du wirklich willst, ist der Frieden Gottes. Ich will den Frieden Gottes. Ich bin der Frieden Gottes.
Erinnere dich, es gibt nichts zu tun. Nichts zu tun. Einfach in dieser Gewissheit, in dieser Einheit. In dieser Vollkommenheit zu ruhen, zu verweilen, zu sein. Ich lege die Zukunft in die Hände Gottes. Ich lasse alles los. Ich gebe mich ganz hin und vertraue. Die Führung des Heiligen Geistes. Lasse das Wunder geschehen, das in mir und durch mich wirkt. Und ich bin das Licht der Welt. Ich bringe Vergebung, Erlösung und Segen in jeglicher Form. In allem, was ich tue und nicht tue, wirkt der Christus durch mich. Und es geschehen Wunder. Immer und überall. Unter allen Umständen. Und so werde ich, so bin ich ganz natürlich ein Wunderwirkender. Ganz natürlich, ganz selbstverständlich. Ohne dass ich irgendwas tun muss. Wie könnte es anders sein, wenn ich das Wunder bin, das durch mich wirkt? Was könnte anderes geschehen außer Wunder? Genau hier, in diesem heiligen Augenblick, endet jegliche andere Möglichkeit. Lass Wunder all meinen Groll ersetzen. Und auf einmal ist alles ein Wunder.
Jeder Moment. Ich suche nichts, ich brauche nichts, es fehlt nichts. Und das Wunder wirkt und wirkt und wirkt. Lass es wirken, lass es geschehen. Du musst es nicht verstehen, du musst es nicht tun. Kannst du es dir wirklich erlauben? Kannst du es dir wirklich erlauben, in Gott zu ruhen? Und da zu bleiben? Da zu bleiben? Du musst dieses Zuhause nie wieder verlassen. Du musst nicht zurück in die Welt, zurück in die Zeit, zurück in den Traum. Kannst hier bleiben. Und das Wunder durch dich geschehen lassen. Und trotzdem einen glücklichen Traum genießen, der durch dich geschieht, ein geheilter Traum, ein gesegneter Traum, ein vergebener Traum. Du musst den Traum nicht verstehen, du musst ihn nicht planen, nicht kontrollieren, nicht verändern, nicht bewältigen. Nicht heilen. Bleib einfach da. In diesem unendlich heiligen Augenblick. Und lass das Wunder wirken. Lass es geschehen. Lass den Heiligen Geist durch dich sprechen. Den Christus. Deinen Körper bewegen. Und den Willen Gottes, dein Schicksal lenken. In vollem Vertrauen, in Dankbarkeit, in Neugier, in Staunen. Wow, was geschieht? Dein Wille geschieht.
Das Wunder geschehen. Ich vertraue. Ich lasse los. Ich vertraue. Ich lasse los. Ich ruhe in Gott. Ich bin im Frieden mit allem, was ist. Ich vertraue. Ich lasse los. Ich bin im Frieden mit allem, was ist. Der Vater und ich sind eins. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Licht. Ich bin der Weg. Ich bin der Christus. Der heilige Sohn Gottes. Ich segne mich. Ich segne euch. Ich segne uns. Ich bin die Erlösung. Ich bin das Licht der Welt. Und Wunder geschehen in mir und durch mich. Immer und überall, unter allen Umständen. Dein Wille geschehe. Amen. Liebe Britta, bitte Musik. Es gibt nichts mehr zu sagen. Danke dir, mache ich gerne.